weg. Oh Gott, jetzt brauchen wir das Sound und dann Welt. Genau, aber dann haben wir da ja so einen Schumpf, als hätten wir es so. Okay, herzlich willkommen, Psalm 19, Kirchendach. Schon David rappte diesen uralten Groove. To make people believe and to make people move. Die Himmelsstimmen erzählen von Gottes krassen Taten. Die Skyline zeigt, was Gottes Hände starten. Tage und Nächte können die Fresse nicht halten. Der Lobgesang klingt wie heftige Gewalten. Alright. Der Sound schiebt aus den Boxen bis ans Ende der Welt. Und alle Leute hören von Gottes Liebe unterm Himmelszelt. Die Sonne geht voll ab, wie ein echter Frauenheld. Und weil sie in Bewegung bleibt, wird die ganze Erde hell. Was Gott uns sagt, pusht den Kopf und es war. Selbst dem größten Vollidioten wird es endlich klar. Gottes Gebote lassen wir vor Freude aus. Unsere Augen leuchten, Gottes Wort macht uns vertraut. Oh yeah. Das könnte reichen, oder? Oder kommt noch jemand dazu? Okay. Wer kann das verstehen? Ich baue Scheiße ohne Absicht. Ich kann trotzdem drauf vertrauen, dass er nicht mit mir abbricht. Yeah. Mich reicht mich von der Schuld, denn ich bin nicht vollkommen. Die Stolzen und Reißen, die sollen nur kommen. Über mich herrscht auf keinen Fall deren Arroganz, denn ich stehe in deinem hellen, super tollen Glanz. Yeah. Die Zeilen, die ich rappe, jederzeit dann auch erreichen. Yeah. Mein Retter und Erlöser, du stellst mir die Weichen. Yeah! Wer weiß schon, wann was falsch und richtig ist. Der Herr macht mich frei vor meinem Dreck und Mist. Beschütze uns vor selbstgerechten Leuten, die uns von Tag zu Tag täglich ausbeuten. Es ist alles auf diese Weise geschehen, werde ich keine neuen Fehler begehen. Ich hoffe, du freust dich über meine Herzensrede, mein Fels in der Brandung, mit dem ich täglich lebe. Yeah. Der Respekt vor Gott, der ist für immer gedacht. Kein Ding ist reiner, auch wär's aus Diamant gemacht. Scheiß auf den Luxus und die dicken Klunker. Sein Recht ist viel krasser und schützt dich wie ein Bunker. Das, was Gott sagt, es hat Hand und Fuß. Und wenn man's probiert, ist cooler als Apfelmus. Wow, shit ohne Plan, wer kann das erahnen? Mich hab in meinem Leben vertan. Beschütze mich vor den arroganten Tanten, denn sie haben's nicht verstanden. Dann bin ich vollkommen clean und kann bei dir landen. Ich wünsch mir, dass das, was ich sage, du geil findest, damit mein Chef dich an mich bindest. Yeah!